Guten Tag, ich bin Wolfgang Kehl von Goaling, dem System für Unternehmensentwicklung. Betrachten wir heute das geniale Projekt eines Harvard-Studenten. Der Professor dazu, gute Arbeit, doch völlig unrealistisch. Der Student Frederick Wallace Fred Smith. Das Projekt Logistikkonzept. Übernachtlieferung an jeden Ort in den USA. Zu der Zeit völlig unmöglich. Ein Traum wird Realität. Der Träumer Fred Smith, sein Werk FedEx. Die Aufgaben von Fred Smith: Ablaufstörungen erkennen und in den existierenden Systemen beseitigen. Abläufe auf den Kopfstern schneller machen, einfacher machen. Alle Kreativität anregen und einsetzen. Die Mitarbeiter ins Boot holen. Immer wieder überzeugen. Seine Abläufe sind der entscheidende Faktor. Was ist FedEx? 70 Milliarden US-Dollar Umsatz, 10 Millionen Pakete täglich, 360 Ziele mit 700 Flugzeugen. Was treibt dieses dynamische Wachstum an? Innovation, der Schlüssel zum Erfolg. Was heute außergewöhnlich ist, ist morgen normal. Innovation bedeutet Ideen entwickeln, akzeptieren, nicht nur die eigenen, umsetzen. Wenn Unternehmer an Innovation glauben, warum setzen das nur wenige erfolgreich um? Ein Stolperstein liegt im Weg. Unternehmer müssen bereit sein, neue Ideen zu akzeptieren, auch wenn sie sich von ihren eigenen Ansichten unterscheiden. Stehen bleiben gleich Rückschritt. Fortschritt gleich Veränderung gleich Kundenvorteil. Neue Qualität, weiterentwickelte Leistungen, schnelle Reaktionen. Und welches war Ihr letztes Erfolgserlebnis mit einem Arbeitsablauf? Es gibt viele Möglichkeiten, greifen Sie zu. Ein Traum wird Realität. Wählen Sie einen Ablauf aus. Designen Sie ihn zu Ihrem Traumablauf. Entfalten Sie Ihre kühnsten Vorstellungen. Stellen Sie den Traumablauf mit Procere dar. Und trainieren Sie den Traumablauf mit einer Memotechnik. Erleben Sie eine neue Routine. Und alles geht leicht. Ihr Ablaufgestalter Wolfgang Kehl. Willkommen zu einem Austausch. Eine kurze Notiz an kontakt@goaling.de. Bis bald. Viele Grüße, Ihr Wolfgang Kehl. Nicht vergessen, den Kanal Goaling zu abonnieren. Sie wollen doch nichts versäumen.